Ich glaube, dass es auch dieser vermeintlichen pubertären Zustand zu schulden ist, dass er meint, er müsse so besonders heftige, schmutzige Wörter benutzen. Also das glaube ich, dass das der Grund dafür ist. Ich möchte ganz kurz, ich kann leider kein Französisch. Aber hier der Übersetzer von dem Verb, Klaus Höcke, also der muss doch auch scheinbar selber sehr kreativ gewesen sein. Mal unabhängig von den einzelnen Namen, gibt es ja hier auch einen